Frau Desparat, wie sind Sie selbst eigentlich zum VDU gekommen? Ja, vor ein paar Jahren habe ich mich mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung und Marktpositionierung beschäftigt und ich bin einfach nicht weitergekommen. Und meine Kollegen aus der Versicherungsbranche waren auch nicht die richtigen Impulsgeber. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich vor einigen Jahren im BJU, im Unternehmerverband war. Und es war sehr hilfreich, die Gespräche und die Impulse aufzunehmen. Ja, und dann war ganz klar, ich brauche einen Unternehmerinnenverband und es war eben klar, weiblich. Dann bin ich auf die Internetseite von Kontaktstelle Frau und Beruf. Dort gibt es eine ganze Liste Unternehmerinnenverbände und da habe ich mir 2, 3 Verbände ausgesucht, unter anderem den VDU. Ja, und dann bin ich da gelandet und seit 2012 mit VDU verbunden. Was unterscheidet eigentlich eine Unternehmerin von einem Unternehmer, Frau Feierling-Rombach? Ganz einfach das Geschlecht. Also Gott sei Dank sind ja Männer und Frauen unterschiedlich und nicht nur im Leben, sondern eben auch im Unternehmen. Für uns als VDU ist es einfach ein Anliegen, dass wir mehr Frauen motivieren, Unternehmerinnen zu werden, weil wir haben von über roundabout 3 Millionen männliche Unternehmer und nur 1,4 Millionen weibliche Unternehmerinnen. Das zeigt ein großes Ungleichgewicht. Woran das liegt, brauche ich nicht im Einzelnen erklären. Wir kriegen die Kinder, wir gründen die Familien. Das gibt Brüche, das gibt eben auch große Herausforderungen für unternehmerische Karrieren, Laufbahnen. Gott sei Dank ist da aber viel getan worden in den letzten Jahren und es geht auch weiter, sodass wir eigentlich guten Mutes sind, dass wir als VDU Frauen Mut machen, sich selbstständig zu machen, zu gründen. Und da haben wir auch, muss ich sagen, in den letzten Jahren tolle Erfolge erzielt. Aber die Unterschiede, die bleiben und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, ich muss jetzt nicht im Einzelnen darstellen, was der unterschiedliche Führungsstil zwischen Frauen und Männern ist. Früher sagte man, Männer führen mit Kopf, Frauen aus dem Bauch. Das hat sich sicher verändert. Ein guter Unternehmer braucht beides. Kopf und Bauch und das im richtigen Gleichgewicht und dann ist er, glaube ich, auch ein guter Unternehmer. Und im Übrigen sind wir alle der Auffassung, dass die gemischten Teams am erfolgreichsten sind. Was machen Sie dann für Ihre Mitglieder im VDU oder Ihre Mitgliederinnen natürlich? Können Sie das kurz beschreiben? Ja, also es ist so, der VDU ist ja ein deutschlandweit aufgestellter Verband mit Hauptsitz in Berlin. Das heißt, es ist erstmal branchenübergreifend in Größe, in Alter, in Erfahrungswerten, wo Unternehmerinnen zusammenkommen. Wir haben einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung, die sehr spannend ist, weil da treffen sich alle Unternehmerinnen aus Deutschland. Dieses Jahr waren wir zum Beispiel in Stuttgart, unter anderem auch im Porsche Museum. Also es sind tolle Veranstaltungen, die wir den Mitgliedern bieten. Einblicktermine, das heißt Betriebsbesichtigungen in sehr interessante Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel, wir waren im Sportclub dieses Jahr zur Kick-Off-Veranstaltung. Ein eher männlicher Verein. Ja, aber wir interessieren uns auch für diese Themen natürlich, für Sport und auch wie ticken Wirtschaftsunternehmen einfach, das ist uns wichtig, es sind immer Wirtschaftsthemen. Dieses Jahr haben wir noch zum Beispiel exklusive Veranstaltungen in der neuen Bibliothek, Universitätsbibliothek hier in Freiburg. Also solche Veranstaltungen machen wir regelmäßig. Stammtische einmal im Monat, wo wir einfach uns austauschen auf Augenhöhe. Verschiedene Unternehmerinnen, große, kleine, erfahrene Jungunternehmerinnen. Wir feiern Sommerfeste. Dieses Jahr waren wir zum Beispiel bei Krämer Einrichtungen. Da war das Thema Nachfolge. Also wir verbinden auch immer Veranstaltungen mit Wirtschaftsthemen oder Themen, die uns einfach auch umtreiben als Unternehmerinnen. Wir machen Workshops, die den Unternehmerinnen helfen und wir als VDU gibt es auch immer Wirtschaftsreisen, auch ins Ausland, dieses Jahr Brasilien, nächstes Jahr Norwegen zum Beispiel, wo wir auch zu Botschaften und Wirtschaftsverbänden im Ausland Kontakt haben. Wir haben eine Kooperation mit der Käthe-Allmann-Stiftung. Das ist ein spannendes Mentoring-Projekt, wo wir einfach über TWIN, Two Women Win, Mentoring für Jungunternehmerinnen mit erfahrenen Unternehmern anbieten. Also ich denke, das ist eine große Geschichte. Und dann haben wir auch immer tolle Wirtschaftsveranstaltungen. Wir haben dieses Jahr mit zum Thema TTIP eine Veranstaltung gehabt in der Sparkasse.
mit Professor Lars Feld und einem interessanten Podium. Wir haben letztes Jahr 60 Jahre Jubiläum gefeiert im SWR-Studio und wir haben es mir Ländertreffen nach Freiburg geholt zum Thema Ökologie trifft Ökonomie. Also ich denke, das zeigt, was der Verband alles für die Mitglieder macht. Sie machen viel, das ist eine breite Palette, die Sie da anbieten, Ihren Mitgliederinnen. Wie kann man denn Mitglied werden? Was ist denn ein Aufnahmekriterium, außer weiblich zu sein? Ja, gute Frage. Also es gibt natürlich formelle Regularien, aber was uns viel wichtiger ist, dass die Interessentin oder die Unternehmerin das unternehmerische Herz in sich trägt. Also fühlt, handelt und denkt wie eine Unternehmerin und dass sie aufgeschlossen ist, dass sie innovativ ist, einen Wunsch in sich trägt, sich zu vernetzen. Und was auch ganz wichtig ist, dass sie den Platz im Verband auch einnimmt, also sich einbringt. Das wäre optimal. Und dann kann man dazu sagen, wir nehmen jede Unternehmerin ist willkommen, egal aus welcher Branche und unabhängig auch davon, in welcher Größe, in welcher Liga sie spielt. Also es kann eine Kleinunternehmerin sein, eine selbstständige Existenzgründerin oder auch eine Unternehmerin aus der Industrie. Also die gesamte Palette und die anderen Infos, die stehen auf dem Internet oder stehen auf der Internetseite. Frau Portenwalasser, was sind denn momentan so die wichtigsten Projekte und Anliegen des Verbandes? Also zum einen, dieses Jahr haben wir das Thema Digitalisierung der Arbeitswelt, was ein spannendes Thema ist, ein wichtiges Thema ist, was den VDU umtreibt. Das Thema MINT, also Frauen in die MINT-Berufe, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Das treibt der VDU stark voran, dass man einfach Frauen, junge Frauen vor allem auch motiviert, sich in diesem Bereich auszubilden. Dann dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es Kommissionen im VDU, die VDU-Wirtschaftskommission. FIT ist die VDU-International-Team und auch das MINT, die MINT-Kommission, die einfach in dem Bereich auch Fachkräftemangel aktiv ist. Der Ausbau von Kinderbetreuung ist dem VDU ein wichtiges Thema. Anliegen, und zwar für Frauen und Männer. Also wir sehen durchaus eben, was Frau Feierling-Rombach auch schon gesagt hat, dass einfach die gemischten Teams wichtig sind und dass man die Voraussetzungen für Männer und Frauen in den Unternehmen einfach bereitstellt, damit da Fachkräfte gebunden werden können, gefunden werden können. Frauenquote hat der VDU maßgeblich mitgearbeitet, auch an der Berliner Erklärung. Und es ist mein erstes Zeichen, dass die durchgegangen ist für die Aufsichtsgremien, also Frauenquote für Aufsichtsgremien. Aber die nächsten Schritte müssen dann die Unternehmen selbst machen, damit sie erkennen, wie wichtig es ist, um Frauen einfach in Führungspositionen zu bringen oder überhaupt das Potenzial Frauen von Teilzeit in Vollzeit oder überhaupt die Rahmenbedingungen zu schaffen. Da ist der VDU ganz stark. Und dann haben wir immer einmal im Jahr eine Unternehmerinnenumfrage mit der Deutschen Bank zusammen, wo man auch sieht, also wie ticken einfach Unternehmerinnen, was ist denen wichtig und wie unterscheiden sie sich möglicherweise auch. Und das sind so die Themen, die den VDU umtreiben. Eine Frage müssen Sie mir zum Schluss noch erlauben, Frau Feierling-Rombach. Ist es denn eigentlich wirklich noch zeitgemäß, in Zeiten der Gleichberechtigung einen geschlechterspezifischen Verband zu haben? Also ich finde, durch die Fülle der Antworten hat sich es eigentlich von alleine geklärt, aber die Frage wird natürlich immer wieder mal gestellt. Also wir sind wirklich fest davon überzeugt und das leben wir auch im Verband, dass wir einfach Verbündete brauchen. Also diese, ich sage es mal, Empathie unter uns Unternehmerinnen, die auch zu Freundschaften wachsen, das ist ganz wichtig. Die Männer machen das ja schon Jahrzehnte uns vor und das tun wir jetzt auch mit großem Erfolg und gleichzeitig sehen wir eben auch einen Auftrag, als Vorbilder jungen Frauen Mut zu machen, dass sie eben gründen, dass sie sich selbstständig machen. Bei den Start-ups sind ja Frauen wirklich noch sehr, sehr unterrepräsentiert. Und es geht wirklich am besten mit praktischen Beispielen und es wurde ja schon alles Mögliche genannt, auch die Mentorenprogramme und so, das ist wichtig. Und ich finde, das ist auch eine unternehmerische Aufgabe, dass man eben an die Zukunft denkt, nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern für die Wirtschaft insgesamt, dass man hinausgeht und sagt, schaut mal, man kriegt es hin mit Kindern, mit Familie, mit einem möglichst modernen Partner, der einen noch unterstützt. Und das Leben schildert oder spiegelt sich ja dann auch im Umgang mit den Mitarbeitern. Da kommen ja dieselben Themen
Diversity Management heißt es heute so schick. Man versucht einfach aus dem Potenzial, was man hat, was zu machen, dass man sich eben da laufend weiterentwickelt. Eine spannende Aufgabe, und ich kann nur sagen, also jede Frau oder Unternehmerin, die sich überlegt, wo könnte ich mich engagieren, vernetzen, VDU ist wirklich ein toller Verband, es lohnt sich, Mitglied zu werden. Man kommt wirklich voran und hat viel, viel tolle Impulse und auch Spaß dabei. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wir bedanken uns.